Hallo ihr Lieben, heute gibt es mein Fragen und Antworten Video, das habe ich euch ja bereits schon auf Instagram angekündigt. Dafür habe ich euch gebeten, ein paar Fragen zu stellen, die euch interessieren und die möchte ich jetzt hier mit euch beantworten. Und dann fange ich mal an. Die erste Frage, wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre jung, werde jetzt aber demnächst schon 23 und zwar am 2. Februar. Wie hast du deinen Freund kennengelernt und wie lange seid ihr schon zusammen? Kennengelernt haben wir uns ganz klassisch über Freunde. Wir sind mal zusammen mit unseren Freunden gemeinsam in einem Club gewesen und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Am Anfang hat es nicht irgendwie gleich mit uns beiden geklappt, aber dann ist mein Freund hartnäckig geblieben und hat um ein Date gebeten und dann haben wir uns mehrmals getroffen und dann nahm das seinen Lauf. Und zusammen sind wir jetzt auch schon fast 4 Jahre, im Februar werden es dann genau 4 Jahre schon. Die nächste Frage, in welcher Stadt wohnst du bzw. in welchem Bundesland? Ich wohne in Thüringen und zwar der Hauptstadt Erfurt. Welchen Schulabschluss hast du? Ich habe mein Abitur gemacht an einer Gesamtschule und danach, wie viele von euch auch wissen, eine Ausbildung und jetzt momentan bin ich im Studium. Bist du mal geritten? Wenn ja, wie lange? Nein, geritten bin ich noch nie. Ich war ehrlich gesagt nie wirklich so ein Pferdenarr. Die nächste Frage. Was möchtest du später arbeiten oder arbeitest du schon? Dadurch, dass ich ja meine Ausbildung quasi schon so ein bisschen gearbeitet habe, habe ich irgendwie ins Arbeitsleben reingeschnuppert. Was ich direkt später mal arbeiten möchte, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich mache jetzt erstmal mein Studium und dann schaue ich einfach, was ich da für mich noch für Türen öffnen und was ich vielleicht noch so für Berufswünsche bis dahin entwickelt habe. Was ist deine Lebenseinstellung? Meine Lebenseinstellung, ja, also ich bin einfach so ein total zufriedener, glücklicher und ausgeglichener Mensch. Das sagen mir auch wirklich viele nach, dass ich mit so einem rundum Lächeln durch die Gegend gehe. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also ich möchte wirklich alles genießen und bin froh, das Leben fühlen zu dürfen, wie ich es leben darf. Und das ist auch so meine Lebenseinstellung. Also ich bin froh, dass ich alle um mich herum habe, dass es mir so gut geht. Und das möchte ich auch so lange wie möglich genießen. Und Was studierst du? Ist die nächste Frage. Ich studiere Kommunikationswissenschaft und im Nebenfach Management. Auf was sparst du nun nach deiner gegönnten Tasche? Ja, also ich habe mir jetzt zuletzt die Speedy 35 gegönnt und momentan spare ich zwar wieder, aber für was ist mir eigentlich noch nicht so bewusst. Ich denke, das wird sich einfach wieder entwickeln. Nachdem ich mir die Neverfull gekauft habe, habe ich auch nicht gedacht, dass ich mir dann Speedy kaufe, das hatte ich da noch gar nicht so auf meiner Wunschliste und ich denke, es wird sich einfach in der nächsten Zeit nochmal irgendwas ergeben, was ich mir dann gerne kaufen möchte. Was willst du unbedingt in deinem Leben erreicht haben? Puh, das ist eine gute Frage. Also ich möchte auf jeden Fall ein weiter so glückliches und zufriedenes Leben führen mit meinem Freund und meiner Familie und natürlich später auch meine Familie gründen, wenn es dann beruflich soweit ganz gut läuft. Vielleicht auch mal heiraten, das wäre natürlich auch sehr, sehr schön. Einen guten Job haben, von dem wir gut leben können. Ja, das sind eigentlich so. Und halt einfach gesund bleiben, das ist mir am allerwichtigsten. Kannst du ein paar Infos zu deinem Studium geben? Ja gut, ich bin ja gerade noch mitten im ersten Semester, da kann ich da noch nicht wirklich einen Ausblick geben, aber grundsätzlich dreht sich bei Kommunikationswissenschaft halt alles so um den Journalismus und PR-Bereich und das Marketing und das ist schon so was mich ziemlich interessiert. Nächste Frage, wo kaufst du deine Anziehsachen am liebsten ein und welches Land möchtest du unbedingt mal bereisen und warum? Also meine Anziehsachen kaufe ich am liebsten bei Zara, das ist so mein Favorite-Laden, da gehe ich wirklich am liebsten hin, weil ich finde, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, also die Qualität stimmt und ich mag die Sachen eigentlich ziemlich gern. Ansonsten gehe ich natürlich auch mal zu H&M, wo ich noch sehr, sehr hingehe, ist Bräuninger. Klar, das ist etwas preisintensiver, aber ich kaufe mir doch gern ein ordentliches Stück statt viele verschiedene. Welches Land möchtest du unbedingt mal bereisen und warum? Bisher war ich leider noch nicht in Amerika. Das steht bei mir noch auf der Wunschliste ganz weit
weit oben. Aber mir graut es so ein bisschen vor dem Flug, muss ich ehrlich zugeben. Bisher der längste Flug, den ich hatte, waren 4 Stunden und das hat mir eigentlich schon ganz gut ausgereicht. Ich habe so Hummeln im Hintern beim Fliegen. Ich kann dann einfach irgendwann nicht mehr sitzen und fühle mich dann irgendwie beengt und unwohl. Und deshalb ist es so zu einem Langstreckenflug bisher noch nie gekommen. Aber ich denke, in nächster Zeit werde ich mich mal dazu durchringen, weil es mich doch schon sehr, sehr doll interessiert. Was ist deine Lieblingsstadt bzw. dein Lieblingsort? Das ist ganz, ganz leicht. Das ist für mich London. Ich war schon sehr, sehr oft dort. Meistens fliege ich, wenn es möglich ist, einmal im Jahr nach London, weil das einfach die Stadt ist, die mir super, super gut gefällt. Die Menschen sind so lieb. Man kann so gut einkaufen. Es gibt so viele schöne Sehenswürdigkeiten. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, schaue ich mir auch wirklich jede Sehenswürdigkeit noch einmal an. Und da ist der Big Ben zum Beispiel so mein absolutes Highlight. Den muss ich jedes Mal gesehen haben. Und ja, das ist so mein Lieblingsstart auf jeden Fall. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Blog zu starten? Das ist die nächste Frage. Ja, angefangen hat das eigentlich mit meiner Fotografie. Also ich fotografiere schon sehr, sehr gern und sehr, sehr lang. Früher noch mit der Digitalkamera und naja, da sind dann irgendwann die Grenzen erreicht gewesen. Und deshalb habe ich mir dann meine Spiegelreflexkamera von Canon gekauft. Das war im letzten Jahr. Und ja, ich hatte einfach so viel Spaß am Fotografieren, dass ich einfach auch gerne diese Fotos teilen wollte mit anderen. Und ja, und dazu kam halt einfach noch das Instagram, das hatte ich ja schon vor meinem Blog und das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß die ganze Zeit schon gemacht, mein Outfit zu fotografieren und ja, das ganze liebe Feedback von euch zu bekommen und überhaupt die ganzen Menschen darüber kennenzulernen. Und so habe ich dann einfach letztes Jahr angefangen mit meinem Blog und wollte einfach die Fotografie und die Mode zusammenfassen. Und es ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, es macht mir total viel Spaß und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Die nächste Frage: Wie alt ist deine Mama? Sie sieht so jung und hübsch aus und total stylisch. Macht ihr viel zusammen? Sie könnte deine Schwester sein. Wow, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Kompliment und da freut sich die Mama auch immer, wenn sie das hört. Deshalb hat sie tatsächlich schon von mehreren gehört. Meine Mama ist 44 Jahre alt und ich finde, das sieht man ihr gar nicht an. Also von meiner Mama kann ich behaupten, es ist meine beste Freundin und meine Mama zugleich. Also wir haben ein sehr, sehr inniges Verhältnis und ich habe sie auch wirklich super, super gern. Also sie ist mir der wichtigste Mensch und deshalb unternehmen wir auch wirklich viel miteinander. Wir fahren auch immer zusammen in Urlaub, nur so einen Frauenurlaub. Und ja, also ich genieße die Zeit mit meiner Mama und ich erzähle ihr auch wirklich alles und sie ist für mich da, ich bin für sie da und ja, ich weiß das auch sehr, sehr zu schätzen, dass wir so ein gutes Verhältnis zusammen haben und ja, meine Mama bedeutet mir schon wirklich viel. Was motiviert dich und gibt dir Kraft? Was hörst du am liebsten für Musik? Musik höre ich am liebsten das, was einfach gerade in den Charts läuft. Da bin ich wirklich super unkompliziert. Ich habe da auch nie wirklich bin nie irgendwie Fan von irgendwas gewesen. Also da höre ich einfach nur gerade, was in den Charts läuft und was mir da einfach gut gefällt. Und was mich motiviert und mir Kraft gibt, ja, einfach mein Leben so wie es ist. Ich genieße jeden Tag und ja, das motiviert mich einfach, weil ich einfach alles genießen und erleben möchte und das motiviert mich. Mich würden deine Macken interessieren, die hat wohl jeder. Ja gut, Macken hat natürlich auch ich. Meine Macken sind einfach, dass ich so super ehrgeizig bin und das steht mir dann manchmal sogar im Weg. Also wenn ich etwas möchte, dann möchte ich es wirklich und dann kämpfe ich da auch zu jedem Preis drum. Gut, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich möchte das halt auf jeden Fall und ja, das ist ja manchmal zu viel des Guten. Wenn man sich so reinhängt, dann klappt es meistens nicht. Und was auch noch eine große Macke von mir ist, dass ich so jemand bin, der auf den letzten Drücker anfängt, gerade was Lernen zum Beispiel angeht. Da lerne ich dann ein paar Tage vor der Angst, aber gut, meistens klappt es. Unter Stress lerne ich dann doch am besten oder fange die Sachen im Stress an und dann werden sie ganz gut. Ja, das sind so meine Macken. Und dann manchmal einfach so Liederlichkeit. Wenn ich mal was nicht im Schrank finde, dann sieht das dann schnell in meinem Zimmer aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Aber gut, das beseitige ich dann wieder, weil ich es einfach nicht mag. Aber so ein kurzer Bombeneinschlag, so, ja, das ist schon eine Macke von mir, wenn ich was nicht im Kleiderschrank finde.
Die nächste Frage ist, was sind deine Winter-Must-Haves? Und das sind auf jeden Fall meine Ugg-Boots. Die habe ich schon sehr, sehr viele Jahre und mit denen bin ich auch super happy. Die nächste Frage, welcher ist dein Lieblingslippenstift und Lieblingsnagellack? Puh, also im Moment trage ich gar keinen Nagellack, weil mir die ganzen Fingernägel abgebrochen sind. Das muss wohl am Wetter liegen. Deshalb trage ich keinen, weil meine Fingernägel dann doch sehr kurz sind und wenn ich die noch lackiere, dann fällt das noch mehr auf, wie kurz sie sind. Und deshalb habe ich gerade im Moment keinen Lieblingsnagellack. Ansonsten mag ich eigentlich alle Rot- und Pinktöne, aber wenn, dann im Herbst würde ich jetzt Grau gerne tragen. Mein Lieblingslippenstift, das ist der von Yves Saint Laurent, die Nummer 1. Den habe ich jetzt auch vor kurzem das zweite Mal nachgekauft, weil den trage ich einfach total gerne. Das ist so ein Rosaton und der passt einfach immer und ich mag es einfach, wenn ich so einen natürlichen Look habe. Und man einfach gar nicht groß sieht, dass ich Lippenstift trage. Bist du eine Partymaus? Ja, nicht mehr. Es gab Zeiten, da bin ich mit meinen Freundinnen wirklich jedes Wochenende weggegangen. Das ein, zwei Mal mit sehr, sehr langen Partynächten. Aber jetzt hat das nachgelassen, einfach mit dem Arbeiten und dem Studium so und auch mit einer Beziehung, mit meinem eigenen Haushalt. Bin ich einfach am Wochenende froh, wenn ich ausschlafen kann oder einfach mal die Füße auf die Couch hochlegen kann. Und deshalb gehe ich nicht mehr so oft weg. Ich gehe gerne jetzt mit meinen Uni-Mädels mal feiern und nehme da die Uni-Partys mit, das auf jeden Fall. Aber so exzessive Party-Nächte, wie das mal war, das gibt es nicht mehr. Und das waren alle Fragen von euch. Ja, ich denke mal, es sind immer noch lange nicht alle Fragen beantwortet, deshalb wird vielleicht in nächster Zeit nochmal ein Fragen-Antworten-Video für euch kommen. Aber ich hoffe, ihr konntet jetzt erstmal so einen kurzen Einblick bekommen oder mich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Ich denke, dass es jetzt mal so einen kurzen Einblick gegeben habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder wenn ihr mir sogar folgen würdet. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!